Hallo, Goldie Grace hat mich nach meinen Lieblingsmarken gefragt und das ist das Antwortvideo. Und klar, also bei Lidschatten mag ich am liebsten MAC und Catrice, aber da das ja nicht wirklich was Besonderes ist, soll es darum heute nicht gehen. Und die erste Marke, über die ich was erzählen möchte, ist Guerlain. Guerlain, Guerlain, wie auch immer man das ausspricht. Und ja, angefangen hat das für mich alles mit dem Blush G. Das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Ich hatte den damals auf Innen- und Außen gesehen, als er vorgestellt wurde. Und ich hing dann in der Stadt fest, weil die Bahn gestreikt hat. Und hing dann halt in diesem Kaufhaus rum, wo sie ihn dann noch hatten, obwohl er schon seit Monaten irgendwie überall ausverkauft war. Und so bin ich dann ja zu diesem Schätzchen gekommen und seitdem hat meine Begeisterung für die Guerlain Gesichtspuder auch nicht aufgehört. Man könnte ja sagen, sie hat sich noch gesteigert, denn inzwischen besitze ich noch zwei weitere. Also einmal dann natürlich das schöne Faunpuder. Ich hatte ja Angst, dass es als Blush nicht funktioniert und als Highlighter wäre es mir dann doch ein bisschen zu teuer gewesen. Aber funktioniert ganz gut. Und mein neuestes Guerlain-Puder ist natürlich das Gardenia. Also das ist ja wohl schön ohne Ende. Unglaublich. Ansonsten finde ich ein bisschen schwierig. Also sie haben ja diese riesige Terrakotta-Serie, die ich überhaupt nicht ansprechend finde. Also ich habe es nicht so mit Bronzern und bla. Und das letzte Produkt, das ich besitze, ist halt dieses Gloss aus der letzten Sommerkollektion namens Tango. Also es ist so ein schieres Rot auf den Lippen und das Tragegefühl und so ist alles toll. Aber in dieser Terrakotta-Linie von denen gibt es echt ansonsten keine anständigen Glosse, weil sie sind alle irgendwie braun. Aber das ist auch ein schönes Produkt. Und ja, also ich finde Guerlain echt faszinierend, auch von den Paletten, den Verpackungen. Es ist purer Luxus, keine Frage, aber es ist was Besonderes und ich freue mich, dass ich die Sachen habe. Und die zweite Marke, mit der hat mich Maggie angefixt und das ist NARS. Und NARS habe ich schon monatelang im Internet immer gesehen, 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 aber ich habe nie was gekauft, weil man konnte es ja im Laden nicht betrachten und auf gut Glück und so. Das war mir dann immer alles ein bisschen zu, ja, zu wenig greifbar. Aber als es dann im Sommer diese Portrait of Paradise Edition gab, hat es mich dann erwischt. Also ich habe mir diese Face-Palette gekauft. Also allein die Verpackung, die ist echt toll, das ist richtig hart, haltbar und super zum Verreisen. Und da sind dann diese drei Gesichtspuder drin. Also einmal das berühmte Orgasm Blush, der Albatross Highlighter und der Laguna Bronzer. Und die habe ich mir dann im Internet bestellt. Und es war auch das erste Mal, dass ich beim Zoll antanzen musste. Und hoffentlich auch das letzte Mal. Aber es hat sich absolut gelohnt. Ich habe die Palette an Weihnachten mitgenommen, als ich zu meinen Verwandten gefahren bin. Und ich habe nur diese Palette getragen. Also ich habe nichts auf den Augen gehabt. Ich habe auch eigentlich kein Puder drunter gehabt. Ich habe wirklich nur dann das Blush, ein bisschen mit dem Bronzer konturiert und den Highlighter. Und ich habe mich pudelwohl gefühlt. Also es waren sehr schöne Weihnachten mit der Portrait of Paradise Palette. Ja, ansonsten habe ich noch ein Lidschattenduo von NARS, das auch limitiert war. Da hat mich I Paint My World mit angefixt. Die Rajasthan Palette. Die sieht so aus. Das ist ein Petrol und ein taupiges Gold. Und sie haben wirklich eine sehr andere Textur als alles, was ich ansonsten an Lidschatten habe. Ich habe ja in meinem Leben noch nichts geswatcht irgendwie vor einer Kamera, aber ich tue mal so, als ob. Also das sind die beiden Farben. Und so, ne, sieht das dann aus. Und die gefallen mir auch echt gut.
Das Petrol lässt sich sehr schön ausblenden, dann sieht es fast aus wie ein Schwarz. Und ich habe nichts, was ich damit vergleichen könnte irgendwie. Also alles andere, ich habe es irgendwie pudriger. Ich habe keine Ahnung, wie ich die Konsistenz von Nasli-Chunk beschreiben soll. Anders. Ansonsten habe ich noch einmal bei eBay ersteigert, gebraucht den Blush in Sin. Und mein absolutes Highlight, die NARS Danmari Blush Palette. Die hat meine Mami mir aus San Francisco mitgebracht, weil ich gefleht habe, auf Knien, Mutter, bitte, mach. Und sie hat sie für mich ergattert. Und es ist also ein absolutes Lieblingsstück meiner gesamten Schminksammlung. Also. Oh wow, das hat einen riesigen Spiegel. Und so sieht die aus. Also die ist echt toll. Enthält übrigens die Farben, also einmal als Highlighter Hungry Heart, Orgasm, Desire, Casino, es ist der Bronzer, Super Orgasm und Sin. Und also wenn ihr da dran kommen könnt, macht es. Super Angelegenheit. Und die letzte Marke, die ich euch zeigen möchte, ist eine ziemlich verquere Angelegenheit in meiner Sammlung, weil ich habe noch für kein einziges Produkt den vollen Preis bezahlt. Ich besitze einiges an Produkten, aber ich habe noch keine Sache für den vollen Preis gekauft, weil entweder gebraucht oder also auf Blog Sales oder im Forum. Oder dann halt bei Brands for Friends. Und da hat mich mehr oder weniger auch Margi draufgebracht, weil sie damals diesen Brands for Friends Link gepostet hat. Und ich habe mir dann 2 Lidschatten bestellt und 8 Euro Gutschein, Gedöns, bla bla. Und da habe ich inzwischen 5 Lidschatten angesammelt. Die sehen so aus. Überall ist immer diese Spitze drauf, weil Diane Brill ist ja auch eigentlich irgendwie so ein Society-Party-Frau ohne echten Beruf und die hat dann halt mal Lidschatten gemacht. Und die Lidschatten kommen also in so einer Streichholzschachtelverpackung, finde ich eigentlich ganz cool. Und was mir an den Lidschatten gut gefällt, es gibt viele Duochrome. Also zum Beispiel hier, das ist ein Rosa mit Goldschimmer. Sieht so aus. Also. Tam, 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 tam. Ach, ich bin so ein YouTube-Guru. Unglaublich. Und mein absoluter Liebling ist ja Blue Moon Lace. Also, ich stehe auf Duochrome unglaublich. Und der sieht im Fändchen, sieht der blau aus. Aber aufgetragen ist er eigentlich hauptsächlich golden. Oder eigentlich nur golden. Also kommt kein Blau mehr mit rüber. Wo ist er denn? ich habe ihn eigentlich da. Da muss er irgendwo sein. Ah, da. Also es ist hauptsächlich ein Goldschimmer. Und das finde ich ein richtig cooler Effekt, weil er in der im Fändchen ja absolut blau ist, aber ich habe ihn noch nie als hellblauen Nidschatten getragen, sondern immer nur als Goldton. Und die letzte Farbe, die ich euch noch zeigen möchte, ist Margis Lieblings Smoky Eye Anthrazit mit Goldschimmer. Einen Finger haben wir noch. Dann ist vorbei. Ja, ist halt sehr schön verblendbar und überhaupt toll. Dann besitze ich noch 4 Blushes, die kommen in dieser Verpackung und der Knaller, die kosten bei Douglas eigentlich 34 Euro. Aber bezahle ich ja nicht. Ich kaufe die alle bei eBay oder im Forum und ich glaube, ich habe für eins habe ich 15 Euro gezahlt und alle anderen habe ich, also 3 Stück habe ich zusammen ersteigert. Und meine Lieblingsfarbe oder die Farbe, die man dann vielleicht kennen sollte, heißt Mermaid's Pearl und ist im Fändchen ein recht
wärmlicher Braunton mit türkisem Schimmer. Wie cool ist das denn? Ja, habt ihr sowas schon mal gesehen? Und am Anfang war ich ja ein bisschen skeptisch, aber der Schimmer, also so sieht das jetzt auf der Hand aus, fügt sich doch im Gesamtbild recht schön ein. Also ist nicht auffälliger als ein anderer Schimmer in der Blush. Und hier so vom Grundton erinnert mich das ein bisschen an diesen Essence Legends of the Sky Blush, also ein bisschen orange. Aber also mit diesem türkisen Schimmer natürlich absolut einzigartig. Und auch angucken, wenn ihr mögt. Ansonsten besitze ich noch einmal auch von Friends for Friends dieses Lipgloss Set. Die kommen immer in so Pralinen schachtelartigen Dingern. Und das ist einer meiner absoluten Lieblings To-Go Alltagsglosse. Den habe ich jetzt auch gerade drauf. Und ja, das ist dieser hier. Das Nervige ist natürlich ja kein Applikator und dann irgendwie entweder mit den Fingern oder, also ist auch so ein komischer kleiner Stummelpinsel dabei. Habe ich mein Leben noch nicht benutzt. Deswegen mache ich es dann meistens zu Hause drauf und gehe dann weg, aber kann es dann halt nicht nachschmieren. Aber ich glaube, ich habe für die beiden zusammen bei Brands for Friends irgendwie 20 Euro bezahlt. Und für diese Packung, die kostet glaube ich eigentlich 40 Euro, die habe ich auch bei eBay ersteigert und benutzt habe ich 14,50 € bezahlt. Also echt ein gutes Schnäppchen. Total niedlich. Also zum Beispiel, also so sehen die dann aus. Putzig. Und ja, das war dann jetzt so, also das ist echt, also irgendwie mag ich die Sachen einfach deswegen gern, weil es alles irgendwo Schnäppchen sind und mein Jägerinstinkt da gesiegt hat, quasi. Und das war's an meinen momentanen Lieblingsmarken. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und Grüße an die Zauberponys.